Und dann kam der Tag der Entlassung, dann wieder seine Zivilklamotten gekriegt. Und der Anstaltsleiter ist ja auch ein hoher Offizier gewesen, der hat dann gesagt, so sagt er, hiermit sind sie entlassen. Und dann wollte ich noch ihm fragen, habe ich ihm noch gefragt, möchte meine Anklageschrift Meier haben. Steht mir dort zu. Ich habe meine Strafe abgemacht. Die brauchen sie nicht. Dann bin ich hier. Ich sage, wieso? Nee, was wollen sie damit? Die brauchen sie nicht. Wollen sie nach Westen damit gehen? Kriegen sie nicht. Ach so, und war ja noch, die 3 Jahre waren ja um. Hatte ich gerade vergessen. Und jedenfalls, der schließt nicht auf und die kommen nicht raus. Nein, dann so Nachmittag, dann, die sind ja dann heiß, richtig aufgeregt, heute geht's raus. Und dann der kommt, der Schließer, sagt er, warum ich hier an die Tür kloppe, aber der Ton immer ganz hart. Ich sage, ich muss heute entlassen werden. Da hat er gesagt, die Papiere von der Staatsanwaltschaft sind noch nicht da. Naja, konnte man sich ja denken. Und nächsten Tag wieder ihr Bummer. Das hat er dann gesagt, also wenn sie nochmal bohren, wir können auch noch was anderes. Wir können auch anders, das war wohl immer der Einheitston. Und dann haben die da drinnen schon gesagt, mach das nicht, du. Sag bloß nicht noch von wem, scheiß DDR oder irgendwas. Da war, das ist eine reine Provokation, die provozieren dir. Dann bleibst du noch ein paar Jahre hier. Naja, ich den einen, ich nicht mehr gesagt. Und ganz spät, abends um 5 Uhr, dann konnte ich den Nauer sehen. Ja, und die Anklageschrift hat er mir nicht gegeben. Ja, und dann bin ich nach, man kriegt ja auch vieles mit, nach dem Färbeldiner Platz gefahren, da ist so eine Archivstelle, habe ich mich vorgestellt und habe gesagt, ich wollte ja unbedingt rehabilitiert werden, ja. Und da kann ja jeder sagen, ich war politisch und wirklich, ich habe vielleicht einen Raubüberfall gemacht, ja. Man musste auch mit dieser Rente, die Krieg, meine Opferrente, also er hat Frau Merkel immer zu mir gesagt, Opferrente kenne ich nicht, sie meinen die Ehrenrente. Ja, weil das immer hin und her, ne, kriegst du schon 5 Jahre. Bloß, das muss man beweisen können. Da gibt es viele Leute, die können das nicht beweisen. Ja, das ist schwer. Das, also ich hatte, weder hatte ich Glück, da im Färbeldiner Platz, in so einem Büro da, da war der Beamte, habe ich meinen Namen gesagt, sagt er, bleiben Sie mal sitzen. Der kam nach ein paar Minuten wieder mit so einer dicken Akte. Sagt er, wir wissen alles über Sie. Ich sage, woher wissen Sie denn? Das ist in West-Berlin. Ja, sagt er, wir auch unsere Leutchen, ja. Wir wissen ganz genau über Sie Bescheid. Und machen Sie sich mal keine Gedanken. Der hat so ein Schreiben gemacht. Damit, sagt er, gehen Sie zum Landgericht Moabit. Das legen Sie vor. Und dann werden Sie da bestimmt rehabilitiert. Bestimmt, Sie werden rehabilitiert. Naja, habe ich das da abgegeben. Und dann dauerte es nur ein paar Tage. Da wurde ich dann voll rehabilitiert. Ich habe ja mitgebracht. Vollkommen unschuldig war und alles steht auch drin, dass ich keine Gewalttaten gemacht habe, nicht mit Steine geschmissen und so, ja, also sowas habe ich halt nicht gemacht. Ich war total unschuldig gewesen, ja. Und mit dieser Denke habe ich dann auch später dann die Rente und Entschädigung. Der Berliner Senat hat mir sogar eine Reise angeboten damals, ja, und konnte ich mal aussuchen, nach meiner Wahl, bin ich nach Bayern gefahren. Einen Monat konnte ich mal aussuchen.